Nee, also ich bin ja nach wie vor nicht überzeugt, von diesen super 3D gerenderten, Elementen. Auch, ja, vor allen Dingen schwebt das Ding. Gut, die lassen wir mal ignorieren. Einerseits sehen die natürlich schon ganz schön aus, andererseits finde ich, passen die nicht so richtig zu, meinem Test. Aber gut, es ist, wie es ist, wir können es nicht ändern. Plan für heute. Nochmal. Geht das bei dir? Plan für heute ist ganz spektakulär. Wir gehen mal wieder ein bisschen in die Mine. Heißt ja nicht umsonst Minetest, ne? Nee, ich dachte mir, nach den doch sehr super toll spannenden Sachen. Oh, na, was machst du denn hier? Und warum habe ich eigentlich wieder top vorbereitet, ne? Kann ich dich mal weghauen? Na, oder so. Nach diesen top spannenden Sachen letzten beiden Folgen, dieses Mal wieder. Der war doch hier gerade noch. Na, leck mich doch. Dieses Mal wieder ein bisschen was anderes. Sprich, einmal ein bisschen wild durch die Gegend laufen, anstatt ein bisschen rumbauen. Ne, so. Dann haben wir Sonntag, 15:06 Uhr. Hatte auch nur 4 Tage Zeit aufzunehmen und dachte mir, hey, mach mal auf den letzten Drücker, das ist bestimmt total toll. Guck mal, wo bin ich denn hier überhaupt? Und ja, nun haben wir halt Sonntag und ich hätte ausreichend Zeit gehabt, irgendwie was aufzunehmen. So ist das halt, ne? Ja, ich sehe hier die ganze Zeit irgendwelche Viecher, das ist aber gar nicht. Oh, ich baue mich hier mal runter. Irgendwo kommen wir dann da unten nämlich weitermachen. Ein bisschen in den Keller wollte ich ja nochmal, aber hier ist auch schon wieder Sackgasse, ne? Ein bisschen tiefer in den Keller wollte ich ja wieder runter. Ich weiß leider absolut nicht mehr, wo ich bin und wo ich hin wollte. Ich baue mich hier erstmal wieder hoch, weil hier unten ist ja nichts. Oder? Doch, da ist ein Loch, ne? Komm hier, scheißegal. Wir gehen mal ein bisschen tiefer. Fackeln habe ich ja diesmal mit dabei. Oh, guck mal. Oh, guck mal, hier war ich ja noch gar nicht. Upsa. Oh, ja, habe ich mich erschrocken. Wow. So. Hui. Ups. Da habe ich mich tatsächlich ein bisschen verjagt gerade. Habe ich jetzt gar nicht mitgerechnet. Machen wir hier ein bisschen lauter, dann höre ich dich auch mal. So. Naja, komm, machen wir hier mit dem. So, ein bisschen runter. Okay. Ja. Da, pam. Ein Mesemonster. Hallo, Mesemonster. Du hast dich ein bisschen verklemmt, ne? Guck mal, danke fürs Mese. So tief bin ich doch noch gar nicht. So, oh, hier geht's wieder bergab. Da gucke ich gleich mal. So, hier ist Licht. Da ist auch hier mal ein bisschen Licht hin, so. Dass ich so zumindest in den näheren Bereich mal ein bisschen ausgeleuchtet habe. Dann werde ich mal ein bisschen abfarmen. So. Ach ja, da habe ich, glaube ich, letztes Mal, wenn ich mich da richtig erinnere, erzählt, ich habe für Google Chrome bzw. für den Chromium Browser an so einer Erweiterung rumgebastelt, von wegen Massendownload und hast du nicht gesehen, so ein Download-Manager-Ding. Ja, das war meine eigene Schuld, dass das nicht ging. Inzwischen bin ich klüger und es geht. Ich habe beim Download jeweils ein bisschen manchmal das Problem, dass von den Tabs, die man da auswählen kann, die Links nicht erkannt werden. Lädt man neu, dann geht's auf einmal. Warum auch immer. Kommt das Wasser auf einmal her. Jedenfalls werde ich da noch mal ein bisschen gucken, dass ich euch da mal auf dem Laufenden halte. Twitter und das andere Ding, was es da noch gibt, Facebook und so. Und natürlich den Chromium Web Store, aber dazu später mehr. Also später im Sinne von, wenn es dann irgendwann soweit ist. Da werden wir dann sehen, wie es dann weitergeht. Und dann gucken wir doch mal. Zack. Guck mal, hier schon ein bisschen abgefahren. Da habe ich doch gerade eben Augen gesehen, oder?
Nein, habe ich eine Fackel gesehen. Ich frage mich, warum ich das ganze Eisenzeug und das ganze andere Zeugs hier alles mitnehme. Ich meine, brauchen tue ich es doch sowieso. Brauchen tue ich es doch sowieso nicht. Ich werde auf jeden Fall diese Spitzhacke hier ein bisschen leer machen. Und dann ist die Folge nämlich auch schon wieder rum. Die muss übrigens noch gerendert werden. Und wenn meine Tests richtig waren und erfolgreich waren, dann funktioniert das mit den Einblendungen wieder. Und ihr solltet es inzwischen längst gesehen haben. Oh, da muss ich jetzt ja nichts mehr sagen, sondern darf nur noch schreiben. Genau so sieht's nämlich aus. Oh Mann, oh. Ja, so ist das leider. Oh, da geht's auch unter. Ja. Ich baue mich hier mal durch. Und dann gucken wir nämlich, wie machen wir weiter. Ja. Ja, die Höhlen sind schon geil. Da ist wieder einer. Was machst du denn? Da bist du ganz alleine. Oh, da hat er mich erwischt. Oh, nö. Ach, mein schönes Zeug ist jetzt weg. Ach, Mann, oh. Laufe ich da jetzt hin? Ja. Ich werde es wahrscheinlich sowieso nicht mehr finden, aber dann habe ich es zumindest wieder. Da ist mein Zeug, da ist mein Zeug. Upsa. Oh, ah, verdammt. Ah, gehe ich da jetzt nochmal runter? Ich könnte natürlich nochmal runtergehen. Komm, aller guten Dinge sind drei. Wenn das dann nicht klappt, mache ich was anderes. Mein Zeug müsste da ja dann irgendwo liegen. Da ist mein Zeug. Da ist es wieder. Ausgetrickst. Obsidian. Und Mese ein bisschen. Und, nein. Wisst ihr was? Ich mache ein bisschen was Harmloseres. Das ist mir zu actionlastig hier heute. Oh, kurz mal zu Ende futtern. Komm, hier ein bisschen Tomate. Lalala, ich gehe ein bisschen an meine Baumfarm. Baumfarm, Baumfarm. Oh, hier fehlt übrigens ein Baum. Dann hatte ich erzählt, Chromebook und so, habe ich mir tatsächlich gekauft letzte Woche. War ich schön bei Saturn, habe mir das da angeguckt. Hier in Hamburg, da haben sie oben den Google Store drin. Bin da auch hingegangen, habe mir das angeguckt, nett empfangen worden, ein bisschen gequatscht mit dem, der das da ein bisschen präsentiert hatte. Hab dann gesagt, ey, ja, hier kommen von HP das Ding, Chromebook 11 mit IPS-Panel und so, das ist ganz geil, das nehme ich, ne? Pack mir das mal ein. Ja, der guckt halt nach, ey, ist nur ein Gerät da. Nimmst das? Ja, klar, nehme ich hier, gib her. Ne, nehme ich, kaufe ich, 279 Steine, relativ teuer. Ne, Saturnpreis halt. Und, komm nach Hause, guck mir das dann an, so, ey, pack mal aus, bestimmt geil, neue Hardware. Neue Hardware riecht ja immer so ganz lecker geil. Ehrlich, ernsthaft, ich finde den Geruch von neuer Hardware eigentlich ganz cool. So ein bisschen frisch und neu halt. Naja gut, auf jeden Fall packe ich es aus. Will erstmal eine kräftige Nase dran nehmen, dann stinkt das wie Sau. Bah, ekelhaft. Das hat gestunken. Naja gut, gucke ich mir weiter an. Es ist schmierig. Hat da schon mal jemand ausgepackt? Naja gut, kann ja sein, aber dann? Naja, ich gucke es mir halt weiter an und... Mach das auf. Eine Tastatur an der Seite irgendwie auch schmierig, ob da Wachs drauf war oder was. Gucken wir das Display an. Irgendwie seitlich ist es dreckig. Mach, klappt das Gerät nochmal wieder zu. Guck's mir nochmal an von außen. Kratzer. Von oben und unten eingesaut. Kratzer, dreckig. Lange Rede, kurzer Sinn. War kein Neugerät. War schon ziemlich eklig. Also dafür, dass es dann eben 279 Euro kostet und kein Neugerät ist, ohne dass sie das gesagt hätten. Ich meine, wenn die gesagt hätten, ey, hier, nimm mit, ist kein Neugerät, ist schon mal 100 Jahre lang in Verwendung gewesen, so roch und sah das auch aus. Ja, weiß ich nicht. Naja, einen Tag drauf bin ich halt wieder hin, hab gesagt, ey, hier, Freunde, leck mich mal am Arsch, gib mir das Geld zurück. Das ist kein Neugerät, das ist irgendwie alter Ranz, der mal irgendwo im Keller lag. Haben sie sich das natürlich auch angeguckt, haben das dann gesehen, oh ja, da sind ja wirklich Kratzer drauf. Ja, habe ich denen auch gesagt. Und ey, Keule, wie sieht's aus? Und dann meinten die noch irgendwie ganz cool so, ja, hier, hast ja hier dann irgendwie, such dir ein anderes Gerät aus. Welches ist denn da vergleichbar, irgendwie eins von Acer oder sowas? Und dann haben sie, nee, Display und so, IPS-Panel, ne? Ich habe mir das schon extra ausgesucht, weil Display... Mit diesen normalen TN-Panels, die sind absolut scheiße, da kannst du nichts mehr machen.
Und dann, ja, habe ich das Geld zurückbekommen. Ne? Also es ist dann zum Glück relativ problemlos geworden gewesen. Woran es denn nun tatsächlich lag, dass das da irgendwie kein Neugerät war, beziehungsweise nicht als Gebrauchtgerät verkauft wurde, kann ich leider nicht sagen, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass da wohl irgendwie dann jetzt demnächst wohl ein Arbeitsplatz frei werden wird. Ja, Mitleid hält sich in Grenzen in dem Fall, ne? Naja gut, dann habe ich dann halt bei HP geguckt, in dem Online-Store von denen. Von wegen, ey, ihr habt doch da bei HP direkt vielleicht. Haben sie auch da, war auch lieferbar und nun bin ich ja mal gespannt, das soll dann irgendwie diese Woche kommen. Irgendwie morgen angeblich. Dann habe ich von anderer Stelle gehört, ja, das Chromebook 11 von HP wird ja gar nicht mehr produziert, das verkaufen die eigentlich gar nicht mehr. Naja gut, das sollte man denen im Shop vielleicht auch mal sagen. Na gut, ich konnte es auf jeden Fall kaufen, habe das schon bezahlt und alles und nun warte ich halt nur noch, dass das Gerät kommt. Und sind dann doch so ein paar Voraussetzungen. Moment, ich stelle mich mal wieder in meine Laberecke. Da sind auch so ein paar Voraussetzungen irgendwie für ein Chromebook, die da für mich dann irgendwie gelten. Einmal natürlich, klar, 12 Zoll oder kleiner, ne? Nur halt nicht kleiner als 9 Zoll, dann wird es irgendwann lächerlich. Kakao. Ja. Also, wie gesagt, 12 Zoll Display, IPS-Panel, selbstverständlich IPS-Panel, lüfterlos, ganz wichtig, weil Lüfter ist halt scheiße und muss nicht sein. Speicherplatz selber ist relativ egal. Es ist, wenn man ehrlich ist, es ist ja nur ein Gerät, um auf die Google Cloud zuzugreifen. Und von daher brauchst du halt lokal keinen Speicher. Das ist egal. Dann ist wichtig, USB-Ladegerät, dass ich das vom Handy einfach verwenden kann. Und es sollte halt leicht sein. Und all diese Dinge erfüllt dieses Chromebook 11 von HP. Und von daher habe ich mich halt bewusst für dieses Gerät entschieden. Hab mir da noch so ein paar andere angeguckt, aber die kranken halt alle irgendwie an irgendwelchen Sachen. Entweder war ein Lüfter drin oder es war kein Standardnetzteil zum Laden oder es war halt ein TN-Panel, was meistens leider ist. Oder es war halt zu schwer oder zu groß oder zu klein. Ne? Und von daher, das Gerät, auch wenn es dann irgendwie nicht mehr in der Produktion ist, ist schon irgendwie das Geilste gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Von daher wollen wir mal schauen, ne? Wie es dann weitergeht. Ja, soweit nur eingerichtet. Was wir halt hier noch brauchen, sind Aktenschränke. Da gucke ich mal eben nach, wie das aussieht. Von wegen... Moment, wo laufe ich denn hin? Ja, von wegen Aktenschränke. Für Bücherregale brauche ich Papier. Papier kriege ich von Papyrus oder Zuckerrohr oder wie auch immer. Da kann man ja irgendwie alles draus machen aus dem Zeug. Und du kommst mal mit. So. Da kann man ja nun hier kurz mal umsortieren. Kätzchen, kommst noch hier unten hin. Zack. Zack. Wer braucht schon eine Höhlentour, wenn er Bücherregale bauen kann, ganz ehrlich. Guck mal, von dem Zeug sollte ich auch mal eine Farm machen vielleicht, ne? Ich meine, die vier, die reichen dann ja meistens doch schon irgendwie, aber... Da haben wir Papier. Adam, Papier nochmal. Und dann machen wir ein paar Bücher. Ja, sind relativ teuer, die Bücher. Cool, ich kriege ein Bücherregal. Wow, hey, da hinten ist noch mehr. Ich gehe jetzt erstmal hier den ganzen See einmal rundherum abholzen. Ja, das kommt mit, okay. Dann habe ich zumindest wieder ein bisschen. Guck mal, hier sind auch noch Unterwasserhöhlen und so, ne? Machen wir alles mal irgendwann erkunden. Wenn ich ein bisschen besser ausgerüstet und vorbereitet und mental darauf eingestellter bin. So. Sag mal, habe ich das eigentlich hier gepflanzt? Nein, ne? Das kam von selber so gerendert, oder? Jedenfalls habe ich dann ein bisschen was von. Vielleicht doch mal eine Farm machen. Obwohl eigentlich, wenn ich hier einmal rundherum laufe, dann habe ich halt auch... War ich hier hinten schon mal in der Ecke? Ich glaube nicht, ne? Ist alles neu generiert jetzt hier. Deswegen ruckelt das auch so. So. Dann hier noch und dann sind wir nämlich auch schon durch. Hier noch, da noch. La 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 la.
Ist auch schön, wie sich in diesem Let's Play so die Geschichtenerzählerei und die Berichterei und das überhaupt nichts sagen abwechseln. Guck mal hier, ich gehe auf den Strich. Wortspiel, Alter. Ich lache. Ja, genau. hat sich die geändert, die Bank? Nein. So. Ja, ich denke mal, da bekomme ich auf jeden Fall ein bisschen was aus. Ich brauche ja doch relativ viel tatsächlich, weil ich halt diese ganze Wand irgendwie voll machen wollte. Hat voll machen gesagt. Halt die Fresse. Okay. So, dann hier. Und geht genau auf. Und geht genau auf. Das ist ja schön. So, hier einmal komplett verbrauchen. Dann machen wir nämlich hier und hier und hier. Ah, nimm. Nochmal. Geht doch. Ja, also dieses Inventarscheiße, das muss optimiert werden. Das geht so nicht, ne? Also das ist nein. Einfach nur nein. Ob das dann lokal irgendwie im Client vorgerendert wird oder halt erst später übertragen wird, so ein Offline-Cache-Modus oder sowas, das wäre vielleicht ganz gut, aber 20 Bücherregale reichen nicht. Aber dann wäre zumindest das Inventar mal ein bisschen performanter. Es ist echt katastrophal, ganz ehrlich. Also es zieht echt so ein bisschen das ganze Spiel auch runter, wenn man viel im Inventar unterwegs ist. Also es macht halt einfach keinen Spaß. Das ist halt das Problem. Es ist halt langsam und träge und fühlt sich einfach nicht gut an. So. Aber da soll ja angeblich schon was dann gemacht worden sein und es soll ja besser werden. Aber es ist, nein, es ist echt nicht, es ist echt nicht schön. Es macht echt einfach, macht auch einen schlechten Eindruck. Wenn man dann meinen Test dann doch mal irgendjemandem zeigt, erste, was der natürlich irgendwann macht, ist Kisten füllen und wenn das dann da am Rumlängen und Rumruckeln ist, dann sagt der sich auch, ey, leck mich am Arsch, ich spiele wieder Minecraft, weil läuft schneller. Und ja, ist alles nicht so einfach, ne? Ich würde dir helfen, wenn ich gut genug Lua könnte oder C oder sowas, aber das Einzige, was ich halt hinbekomme, ist ein bisschen Python und inzwischen auch JavaScript. Vielen Dank an Google dafür. Nein. So ist schön. Zack, zack. Und von daher kann ich halt leider nicht so viel machen dann auch, ne? Dahin. Da kann man auch was, ne, da kann man nichts reintun, ne? So. Das reicht nicht. Andererseits muss es auch gar nicht reichen. Man kann ja hier offen lassen für... Guck mal, 3 habe ich noch. Das wäre hier oben dann zu... Nein, wisst ihr was? Ich lasse das hier offen. Da kann man dann irgendwas ablegen. Da muss ich mal gucken. Da baue ich dann irgendwas hin, was man da hinstellen kann. Da baue ich was hin, was man hinstellen kann. Ja. So ist das. Nee, da mache ich was irgendwie, dass man sich das dann hinstellen kann. Irgendwie kleine Blumentöpfe oder... Ich habe ja schon gesagt, eine Kaffeemaschine kommt da nicht hin, weil passt nicht so richtig in diesen Zeitraum, in dem ich dieses Gebäude hier irgendwie angesiedelt habe. Es ist ja doch ein bisschen so eine Mischung zwischen eher so ein bisschen ländlich, altertümlich und doch relativ modern hier mit Konferenzraum und sowas. Aber Kaffeemaschine sehe ich da jetzt nicht. Ne? Also, oha, sieht aber auch schon beeindruckend aus. Geil wäre ja, wenn die sich connecten würden. Ne? Dann hätten wir echt so einen riesen Front an Büchern hier. Oder wenn die abwechslungsreicher wären. Das wäre natürlich auch ganz schön. Aber so geht's halt auch. Das ist schon in Ordnung. Hier kann man dann irgendwas anderes machen. Und ich schau mal, dass ich die anderen beiden Bücherregale oder 3 Bücherregale irgendwo anders mal unterbringe. Ich meine, hier unten in den Wohnhütten, Wohnräumen. Das ist übrigens der Boden, den ich letztes Mal meinte, den ich nach oben gedreht hatte. Hier kann man da bestimmt auch irgendwo Bücher noch hinsetzen, oder? Ne, hier nicht. Das ist hier schon eingerichtet und eng genug. Hier ist, sieht das aus? Nein, es sieht scheiße aus, ne? Ich könnte den natürlich auch hier so ganz dreist in die Wand integrieren.
Es ist da auf der anderen Seite das Bett. Ich glaube, das geht. Guck mal, dann haben wir nämlich hier schön irgendwie Bücherregal und hier dann über dem Bett auch nochmal. Ich glaube, das ist in Ordnung so. Das bleibt so. Dann müsste eigentlich ja die Stuhlkombination hier in die Ecke, oder? Obwohl, das wäre dann, glaube ich, zu eng, ne? Nee, so geht schon. So ist in Ordnung. Kann man das hier auch noch machen? Guck mal, hier wird sie doch anbieten, oder? Wo ist denn hier? Da ist das Bett. Dann machen wir nämlich hier. So, dann gibt's da was zu lesen. So und so und zu. Und dann haben wir nämlich hier einmal schön was zu lesen. Und zumindest er hier hat auch was zu lesen. Na, dann ist er schon in Ordnung. Wer auch immer hier dann schläft, kann nicht lesen. So. Obwohl, warte mal, man könnte natürlich hier, hier. So, man kann natürlich hier dann irgendwie, na, dann kann man sich hier auch was rausnehmen. Und hier halt auch gleich. Ups. So. Das macht schon einen ganz anderen Eindruck, ne? Gut, dann fläze ich mich hier mal schön auf meine Lounge und verabschiede mich dann hier erstmal für diese Woche. Ich sage wie immer, auch wenn ich es ungern tue, ich tue es trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Tschö!